Wie viel verdient man eigentlich als Pfarrer und was hat diese 120 Quadratmeter Wohnung da oben mit der Kirche zu tun? Nach deinem Theologiestudium, was ca. 12 bis 14 Semester geht, fängst du an mit einem Grundgehalt von ca. 3.500 bis 4.700 Euro brutto. Anders wie bei normalen Arbeitnehmern zahlt der Pfarrer Steuern und einen Eigenbetrag für die Krankenversicherung von höchstens 300 Euro im Monat. Andere Sozialversicherungsbeiträge zahlt dieser nicht. Als Bischof verdienst du 8.000 Euro im Monat und als Erzbischof 11.000 Euro im Monat. Und was diese Wohnung da oben in der Kirche zu tun hatte, ist, der Pfarrer bekommt die Kosten freigestellt und wenn du Bischof und Erzbischof bist, bekommst du sogar noch ein Auto samt Fahrer gestellt.